Herzlich willkommen zu meinem Performance Test mit Alan Wake. Wir gehen in Option direkt und sehen 4K. Optionen sind auf Maximum, außer Konturenausgleich. Ich denke mal, das ist das Anti-Aliasing. Kann ich nicht 0 einstellen, also 2. Deswegen. Okay, Einstellungen sind runter. Haben wir schon gemacht? Nee. So. Alles hoch. Okay. 8K mal auch ausprobieren. Um mich das Spiel fortsetzen. Genau. Und sehen wir schon mal ein bisschen weiter hier. Sind wir schon mal in seiner Geschichte drinne. Ich will jetzt nichts von der Story spoilern oder so. Sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Ich blöd drin, ne? Etwas Wichtiges wartete dort irgendwie. Also hier schon 4K, die FPS sind schon bei 40 bis 60. Sieht mir noch sehr schön aus. Texturen sind natürlich etwas veraltet, aber jo, ist halt schon ein paar Jahre altes Spiel. Tut ja aber nichts zu trotz, wenn es storytechnisch sehr gut ist. 100% Auslastung der GPU. Das ist auch schon selten. Meistens nutzen sie ja 99%. Sind wir bei 70, 70, 80? Ich musste einen anderen Weg zum Leuchtturm finden. Aha. Wir haben ja noch keine Waffen. Deswegen müssen wir mal schauen, wann wir die überhaupt kriegen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ist schon ein bisschen her, als ich das gespielt habe. Oh. Sie erkennen mich gar nicht, oder Schreiberling? Halten Sie sich für Gott? Glauben Sie, dass Sie sich einfach Sachen ausdenken können? Mit Menschen spielen und sie... Oh. Ach, ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich dachte, der kommt nicht näher. Also in 2,5 GB, fast 2,6 GB sind wir doch eigentlich recht gut dabei. 3,3 GB normalen RAM sind auch sehr gut. Windows benutzt bei mir 2,3, 2,2 bis 2,5 am Anfang, wenn ich im PC starte. Und VRAM liegt bei 500 MB, wenn ich im PC starte. Das ist jetzt direkt nach dem PC-Start gestartet, das Spiel. Ohne Ihren Lektor stünde doch kein einziger lesbarer Satz in Ihren Büchern. So, so. Dein QR-Code. Vielleicht kann ja einer einscannen. Sollte jetzt groß genug sein. Kommt davor am besten. Ich gehe am besten mal weiter. Bevor er wieder. Hallo, ich gehe drüber. Sie haben den Termin verpasst! Das kann Angriffen ausweichen. Das finde ich schon mal gut. Viel Blur hier. Sie können mich nicht aufhalten. Von dem Typen. Oh nein, ich muss ausweichen. Oh. Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Ja. Ich kann mal ein bisschen umgucken hier. Die Welt hört da hinten auf. Ist irgendwie relativ früh. Also irgendwie. Sieht das nicht so gut aus. Das sieht echt schön aus hier wiederum. Das sieht echt schön aus. Weg, das Wasser, der Nebel vor allem. Was ist das hier? Die Gießkanne. Ja, können wir ja mal hier stehen lassen. Oder so ein Benzinkanister auf der Brücke. Wenn man es eine Brücke nennen kann. So halb zerfallen. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Ah, FPS-technisch sind wir hier ja ganz gut dabei. Immer noch. Ich hoffe, ich kann die Szene gleich nochmal testen. Denn in 8K, da können wir das mal so gleichen. War so weit, ich hoffe, dass ich da dann auch mal das Battle Level spielen kann. Lalala. Eilt ja nicht. Ja, ist ja nur so ein Monster hinter mir. Ganz gut. Kann ich das nochmal machen? Kontrollpunkt. Probier es einfach direkt.
Ah, sind wir schon hier. Schade. Auf jeden Fall können wir hier auf 8K umstellen. So, sind wir hier. Um links sieht man auch FPS-technisch 200 FPS sind Maximum, also mehr würde gar nicht gehen, wenn ich denn die Auflösung niedriger stellen würde. Oh, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Ach, sehr geil. Kann ich es nochmal neu starten? Remedy. Das weiß ich nicht. So. Da sind wir schon mal ganz anderen Gefilden. Alter, uiuiui. Da sind wir schon bei 18 FPS. Wow. Dieser Motion Blur ist so hart. Das ist too much eigentlich. Kann ich ihn ausstellen? Ich kann nicht mehr in die Option gehen. Spiel schließt wieder ab. Toll. Kann ich es nochmal probieren? Okay. Wow, das ist echt schlimm. Kann ich zurück? Ja, ich bin mal zurückgegangen. Alter, dieses Motion Blur tut echt dem Spiel nicht gut. Weil so lange wenig FPS. Durch die eigene Schöpfung umzukommen. Also 18 FPS bei knapp 8 GB VRAM. Oh. Hier schon. Oh, Baller. An den Limits angekommen. Das sieht auch relativ viel schon. 4K. Andere Spieler haben da viel mehr FPS. Kommt natürlich darauf an, was für Engine etc. alles so wichtig ist. Ah ja. Oh, ich würde, wenn ich denn nicht geblurrt werden würde. Ja, hier, ich versuch's. So. Das sind Zwischensequenz, sind wir direkt bei 200 FPS. Oh nein! Oh nein, oh nein. Ich saß fest, es gab kein Entkommen. Nur 19 FPS. Oh, das Auge. Nein, 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 nein. Ich gehe fest nur darunter. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind sie sicher. Ja, glaube ich auch. Hoppala. Hoppala. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Gut gemacht.